In den letzten Wochen gibt es wieder zahlreiche Phishing-Versuche über Meta-Konten, also Facebook oder Instagram, meistens per Direct Message oder auch per E-Mail. Was hier passiert ist, dass Seitenbetreiber oder auch Werbekonteninhaber angeschrieben werden mit einer Nachricht, dass ihr Werbekonto oder ihre Seite deaktiviert wurde, gelöscht wurde oder eingeschränkt wurde, weil diese nicht den Community Guidelines entspricht. Dabei soll dann ein Link geklickt werden, bei dem man das Konto verifizieren kann oder den in Anführungsstrichen Irrtum wieder aufheben kann. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, wie so eine E-Mail aussieht. So sieht dann so eine E-Mail aus, ihre Seite wurde eingeschränkt, sie haben nicht den Community Standards entsprochen und so weiter und so fort. Und hier natürlich ein dubioser Link, über den man seine Identität bestätigen soll. Das Ganze ist definitiv Spam oder ein Phishing-Versuch, an eure Accounts ranzukommen. Also unbedingt löschen und auch alle Personen, die mit dem Meta-Konto in irgendeiner Art und Weise in Kontakt sind, nochmal darauf hinweisen, dass solche Links auf gar keinen Fall geklickt werden und erst recht keine Daten zu den Accounts weitergegeben werden.